So, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe nochmal ein Video aus Japan für euch. Und zwar waren Michelle und ich und auch der Rest vom Team in dem Shinsano Hotel unterwegs. Die haben einen ganz, ganz besonderen Garten, den sie abends alle halbe Stunde mit Nebel fluten und der auch ganz interessant ausgeleuchtet ist. Und natürlich konnten wir uns das nicht entgehen lassen. Und wie man das so als Mensch des 21. Jahrhunderts so macht, hatten wir ja dann auch mal auf Instagram geguckt, was es eben einfach in der Gegend für coole Sachen gibt und haben dann dieses abgefahrene Hotel gefunden. Danke, Michelle, du hast es nämlich gefunden und dachten dann, okay, da müssen wir auf jeden Fall Fotos machen. Da wir abends gegangen sind, haben wir auch ein kleines Licht mitgenommen, deshalb an der Stelle danke Nico fürs Licht halten. Und dann ging es auch schon los. Wir haben uns einfach die verschiedenen Locations angeschaut und da einfach die Fotos gemacht. Ich habe darauf geachtet, dass das Gesicht gut beleuchtet wird durch das Licht und dass nichts im Bild komplett absäuft. Und ich habe mal wieder die Standardkombination genommen, also das 85mm 1.2 und das 28-70 2.0 mit den beiden Kameras. Und vom Bearbeitungsstil haben wir so einen leichten Retro-Look draufgehauen. Ich finde, es kommt richtig gut, der Nebel kommt richtig gut und es hat so diesen Effekt von so einem Fogfilter, also dass es halt einfach alles so ein bisschen blurry macht. Es hat richtig gut funktioniert, sieht mega cool aus, sieht so ein bisschen filmszenenmäßig aus, deshalb gefällt es mir besonders gut. Und es hat so was von so einem Retro-Horrorfilm, finde ich richtig gut, das sieht man hier auch bei den Fotos. Dann haben wir immer mal wieder die Location gewechselt und einfach versucht, immer die Momente abzufangen, wenn das ganze Ding mit Nebel geflutet wird, was ja eben alle halbe Stunde passiert. Und hier sieht man dann wieder die Ergebnisse. Da waren auch diese Bodenprojektionen mit den Blumen, die haben mir persönlich aber nicht so mega gut gefallen. Was auch ganz cool war, war das hier mit diesen Gegenstrahlen durch den Nebel durch. Das hat natürlich auch gut funktioniert. Vom Kleid her hat sich Michelle was eher Schlichtes ausgesucht, was die Farben betrifft, damit eben die Farben von dem ganzen Wald und den ganzen Bäumen extra gut rauskommen, damit wir nicht so eine Musterkombination haben, dass es einfach too much wird. Und es sollte natürlich so ein bisschen märchenmäßig aussehen, damit es einfach so ein bisschen Alice im Wunderland-Charme hat, weil natürlich die ganze Location ja schon irgendwie geschrien hat, ich bin ein Wunderland. So sah es dann übrigens aus ohne Nebel, das sieht man hier. Und so haben wir dann einfach verschiedene Locations in dem Park ausprobiert, ausgetestet. Den Grünton habe ich in der Bearbeitung übrigens noch ein bisschen angepasst, damit es alles so ein bisschen weicher wird. Und wie gesagt, ich achte ja immer auf das Licht im Gesicht, das war sehr wichtig. Und ja, hier seht ihr noch ein paar Einstellungen, wo wir dann versucht haben, das Licht vor Ort gut einzusetzen als Gesichtslicht. Da war diese Laterne und ich habe darauf geachtet, dass sie eben ihr Gesicht gut trifft. Was ich seit neuestem beim Posing auch immer beachte, ist, wenn jemand läuft oder steht, also vor allem Frauen, dass die dann ein bisschen mehr auf den Zehenspitzen stehen, damit einfach die Füße und der ganze Körper noch so ein bisschen gestreckter aussehen. Ich finde, das sieht eigentlich besser aus, als wenn man gerade steht. Das ist natürlich Geschmackssache, aber gefällt mir ganz gut. Hier sieht man übrigens auch, dass ich eben die verschiedenen Objektive benutzt habe, mal weiter, mal näher. Und dann haben wir eben die Props vor Ort gut eingesetzt und nochmal hier mit Lampe fotografiert in der anderen Location. Ja, dann ging es immer weiter nach oben und hier winkt der Nico ins Bild. Danke fürs Licht halten. Und ganz oben war da so ein richtig abgefahrener Tempel und den haben wir natürlich auch noch fotografiert und als Hintergrund genutzt für Michelle. Also super coole Bilder, super einzigartig. Ich finde, es sieht so richtig krass gefotoshoppt aus, als wäre dieses Ding nicht in echt da gewesen. Aber es war in echt da und es hat gut funktioniert. Und so sieht es da aus. Total abgefahren. Also falls ihr irgendwann mal in der Nähe seid, kann ich euch nur empfehlen, geht unbedingt dahin. Das ist einfach unreal. Ich muss aber ehrlich auch sagen,
dass ich irgendwie einfach so überfordert war, weil das zu viele, zu krasse Sachen waren und ich hatte dann so eine Foto-FOMO, was ich noch nie hatte, aber jetzt, seit ich in Japan war, immer wieder hatte so dieses Gefühl, oh Gott, ich kann nicht alles fotografieren, ich verpasse mehr, als ich fotografiere, und das Gefühl hatte ich da öfters und das hatte ich in diesem Park auch. So Foto-FOMO ist so ein Ding bei mir seit neuestem. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss!